Moin und willkommen zu Let's Play Gothic 2. Ja, ein bisschen zu laut. Tut mir leid, ich habe schon eine Testaufnahme mal gemacht. Und ihr könnt leider das Intro nicht sehen. Man sieht den Kampf zwischen den Schläfer und den Helden, den nervlosen Helden. Mein Stuhl knarrt und ja, man sieht, wie die Barriere zusammenkracht, also einfällt, auflöst und man selber von Steinen im Schläfertempel begraben wird. Und man wird vom Xardas, kennt ihr leider noch nicht, höchstwahrscheinlich. Und man wird von ihm zurückgerufen, man hat sich schon in Gothic 1 gut mit ihnen verstanden. Ja. Ich kann das Gothic 1 Projekt von SmartTLP wirklich nur empfehlen. Falls ihr Gothic 1 also zu Ende guckt, guckt bei ihm. Ich starte mal. Die Ladesequenz. Yum yum. Und ich habe auch mitbekommen, meine Webcam nimmt den Sound nicht allzu gut auf. Das ist blöd. Leider müssen wir überspringen. Mal hoffen, dass es jetzt nicht verpackt ist. Endlich! Ich habe seit Tagen versucht, dich hierher zu bringen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Aber genug davon. Deine Kräfte wirst du schon wieder erlangen. Genug Zeit haben wir jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Du redest von den Orks? Ich rede von weitaus schlimmeren Kreaturen. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt, und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich geschart. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinis. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Dann lass uns machen, dass wir hier wegkommen. Wenn wir fliehen, dann nur, um uns den Drachen später zu stellen. Mit der Hilfe der Soldaten und der Magier aus dieser Gegend können wir sie aufhalten, bevor sich ihre Armee vollständig formiert hat. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinis, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Ja, geht ganz einfach. Ohne Ausrüstung oder sonst irgendwas mal zu einem Paladin hingehen. Zu einem Lord hingehen und die sagen, hey du, ich brauche mal ein Stück eures Gottes. Ich muss Drachen töten, von denen ich nicht mal beweisen kann, dass es die überhaupt gibt. Kein Problem. Da ist das Auge Innos. Nimm es dir und geh ins Minental und stirb. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt.
Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten, doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Warum sollten mir die Paladiner das Auge Innos geben? Na klar, ich habe den Schläfer besiegt. Warum sollten mir die Paladiner das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Super. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wirst du jetzt tot. Yay. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladiner, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Wie komme ich zur Stadt? Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor, der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Ich brauche Waffen. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keinem Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Kapitel 1. Die Bedrohung. Ja, okay. Buchkommode. Meine Maus ist laut. Tränke heilender Kraft. Und ihre Essenz der Heilung. 2 Heilpflanzen. Extrakt der Heilung. 2 Heilkräuter.